Hell und bunt, auf den ersten Blick vielleicht etwas naiv, doch ein zweiter Blick lohnt sich auf jeden Fall. Paulina Kubiak malt eigentlich schon immer, belegte Malkurse und entwickelte sich und ihre Bilder kontinuierlich weiter. Ich würde sagen, dass ich so die Grundbausteine meistens schon im Kopf habe, aber dass sich, also was dann letztendlich auf dem Bild drauf ist, dass das immer erst entschieden wird, wenn ich so weit bin. Also wenn ich entweder an der Stelle angekommen bin im Bild oder wenn ich am Ende vor dem Bild sitze und mir denke, da muss noch irgendwas gemacht werden. Seit 3 Jahren malt sie viel und mit echter Leidenschaft, inspiriert von Erlebnissen und Begegnungen aus ihrem Alltag. Manchmal sind es auch nur einzelne Sätze, die sie zu einem Bild inspirieren. Doch das Wichtigste für Paulina ist das Malen selbst. Wahrscheinlich sogar den Farbauftrag und einfach nur die Techniken, weil, also ich könnte mir beispielsweise nicht vorstellen, irgendwas Digitales zu machen. Ich muss das fühlen, was ich male. Und wahrscheinlich ist das Schönste daran, dass ich zum Schluss etwas habe, was ich mir jeden Tag anschauen kann. Etwas, was ich erschaffen habe. Meist großformatig mit Botschaften, die sich nicht sofort erschließen. Allein in der Natur auch gern, ohne das eigentlich obligatorische Handy dabei zu haben, entstehen Skizzen, kleine Bilder und Ideen für große Bilder. Manche malt sie dann binnen Stunden, bei anderen dauert es Wochen oder Monate. Ich bin auf jeden Fall froh darüber, wenn ich eine ehrliche Meinung bekomme zu meinen Bildern. Natürlich, wenn da jetzt nichts dran kritisiert wird, freut mich das auch, dann ist das wie ein extremes Kompliment. Aber wenn jemand was zu bemängeln hat und mir das so ganz offen und ehrlich sagen kann, dann finde ich das immer total spannend, über sowas zu reden und zu diskutieren und mir einfach diese Meinung. Also da bin ich auch sehr dankbar für. Über die Preise verrät Paulina nichts. Weder im Interview noch auf ihrer Website noch bei Instagram. Nur so viel sagt sie, Wolfgang Job hätte auch deutlich mehr bezahlt, aber sie selbst war zu bescheiden. Jetzt ist ihr Blick klar nach vorn gerichtet. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich meine Bilder jetzt schon verkaufen kann, mit 17 bereits. Das ist ein Segen auf jeden Fall. Also da habe ich mich auf jeden Fall glücklich zu schätzen. Aber es ist irgendwo auch schade, wenn man seine Bilder verkauft, weil sie bei mir so einen großen Teil von mir selbst ausmachen einfach. Und wenn ich die dann weggeben muss, dann fühlt sich das manchmal an, als würde ich es gar nicht wirklich wollen. Paulina Kubiak fokussiert sich sehr auf die Malerei. Es ist ihr Ernst mit der Kunst und was sie macht, ist inzwischen auch Arbeit. Ein verkaufsförderndes Kalkül ist nicht zu erkennen. Aktuell von Corona schulisch etwas ausgebremst, bleibt ihr viel Zeit für die Kunst. Ich würde jetzt am liebsten erstmal mein Abitur machen und danach studieren und mehr lernen. Ich möchte die Kunst lernen und ich möchte die Kunst studieren. Das mache ich dann entweder in Hamburg oder in Berlin hoffentlich. Eines jedoch ist sicher, hier in Hamburg-Lohbrügge unterm Dach werden noch viele Bilder entstehen. Hell, bunt und mit viel Leidenschaft.